So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Town of Light. Ja, wir sind hier in der letzten Folge schon ziemlich rumgeirrt und ich bin jetzt immer noch an dem Platz, wo ich den Cut gemacht habe und weiß immer noch nicht, wo der Friedhof ist. Hier oben an dem Gebäude waren wir ja schon, links von uns ist ein See, das haben wir auch schon erkundet. Hier rechts kommen wir irgendwie nirgendwo rein. Was komisch ist, weil ich persönlich finde immer noch, das sieht so ein bisschen aus wie ein Friedhof. Also es sieht von oben so ein bisschen kapellenmäßig aus. Da hinten denke ich mal, dass wir nicht rum müssen. Können wir aber gleich auch nochmal gucken. Das war das, wo genau, wo wir da diese Erinnerung bekommen haben. Ja, ich finde... Nee, oder? Da ist auch der Leichenwagen. Wollt ihr mich verarschen? Ich bin doch eben hier komplett rumgelaufen. Oh Gott. Okay, so einfach kann es dann manchmal gehen. Oh nee. Ja. Ach so, da ist die Puppe, kann das sein? Das ist Charlotte. Meine Stimme, mein Augenlicht, mein Gehör, meine Seele. Lass uns noch einmal zusammen spielen gehen. Einmal zusammen spielen gehen. Das heißt, wir sollen wahrscheinlich auf den Spielplatz gehen. Hier kann man nichts mehr anklicken. Okay, warum ist es jetzt so dunkel? Sollen wir hier auf dem Friedhof spielen gehen, oder? Ich habe so das Gefühl, dass man hier irgendwo was triggern kann vielleicht. Zumal mir hier mein Ohr auch gerade wegflötet durch die laute Musik. Also die lauten Töne. Na, ich guck mal eben, ob wir wirklich zum Spielplatz sollen. Sagt sie eine Stimme, damit ich was sage? Okay. Sinnloses Zeug. Damit ich die anderen verletze und mich in Schwierigkeiten bringe. Da ging es nicht zum Spielplatz. Wir können jetzt auch keine Hilfe machen, aber ich gehe mal. Ich die Verzweiflung der Menschen sehe. Ich gehe mal davon aus, dass wir wirklich zum Spielplatz gehen sollen. Ist das jetzt noch der Weg? Das ist ein Wegweiser. Ja. Oder im Spiegel ein Schatten von dem, was ich einmal war. Sag mal, die Taschenlampe bringt ja nicht allzu viel. Ich fühle mich langsam, jeden Tag ein kleines Stück. Da ist der Weg. Glaube ich. Oder auch nicht. Moment, jetzt sind wir wieder hier oben. Dann war der Weg da. Ohren, damit ich schreie. Delirium, Bedrohung, falsche Versprechen höre. Es wird alles gut. Alles geht vorbei. Ist doch sehr psycho gerade. Meine Seele nicht weh zu leben. Nicht weh, sich in eine Welt anzupassen, in die ich nicht gehört. Ich war immer weit weg von dieser Welt. Entfernte mich immer mehr. Sie ist so richtig psycho irgendwie. Leider kann man nicht wirklich hören, was sie erzählt. Das ist also sehr, sehr leise nur. Mann, wo bin ich hin? Doch, da hinten ist der Eingang. Das heißt, hier vorne muss der Spielplatz sein. Wir wollten ja zum Spielplatz. Denke ich. Lass uns noch einmal zusammen spielen gehen. Ja, das versuche ich ja gerade. Voll Psycho. Oh
Arme wird doch leicht schlechter sein. Ich wünsche mir nicht mehr sprechen zu können. Ich wünsche mir nicht mehr sehen zu können. Ich wünsche mir nicht mehr hören zu können. Ich wünsche mir, mich selbst zu verlieren. Für immer. Ich kann mich bewegen. Sag mir das doch eine. So ein bisschen komme ich mir jetzt wirklich vor wie bei Alice im Wunderland. Da wusste man ja auch nicht so recht, ob sie vielleicht verrückt. Gang hier endlos lange. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Fehler gemacht, dass ich hier reingegangen bin. Sträflinge, lass die Hände von mir. Meine Schulkameradinnen im Licht. Ja. René ist höflich zu Don Gino, aber er macht mir immer Angst. Ich weiß nicht, ob es jetzt so gut ist, wenn ich hier abbiege. Da muss ich eventuell wirklich diesen Bildern folgen. Eine Katze kriecht durch meinen Mund, frisst mich von innen auf. Keine sichtbaren Spuren. Na, wenigstens das. Okay. 3 von 17 gefunden, oha. Den hatten wir schon, ne? Ein richtiges Labyrinth hier. Aber alles so alt und vermodert.
Ich mache viele schlechte Sachen. Ich sag nichts davon, aber Mama weiß trotzdem alles. Ja, ich schätze mal, die Mutter ist dieser komische lila Alien daneben. In der Schule lernt man viel und deshalb muss man hingehen, sonst lernt man ja nichts, oder? Das war für sie quasi wie ein Gefängnis. Geht's noch weiter runter? Müssen wir jetzt theoretisch weiter runter? Hier geht's auch runter. Ein schwarzer Vogel pickt sich Fressen aus meinem Kopf. Darum tut er auch so höllisch weh. Okay. Also eins können wir wohl mit absoluter Gewissheit sagen, dass sie komplett verrückt ist. Meine Puppe Charlotte ist so hübsch, so lieb. René ist überhaupt nicht lieb. Okay. Als ich noch ganz klein war, habe ich fast nie geschlafen. Arme Mama. Herr Onofrio ist so freundlich. Ich bin schlecht und böse, weil ich nicht höflich bin. Was für ein Quatsch. Herr Onofrio hilft, Mama. Was würden wir sonst tun? Der hilft die, indem er die vögelt, oder? Wie verstehe ich das jetzt hier? Mama muss immer arbeiten, denn im Winter wird es oft sehr kalt. Und da muss man sich zu zweit ein so ein Ding teilen. Oder wie? Ein so ein Pulli. Dann sind wir wieder hier. Aber ich glaube, da unten kam ich ja noch weiter rum, ne? Oder zurück, oder wie auch immer. Bin ich hier nicht eben rum? Das Geräusch macht mich wahnsinnig im Moment. Ich habe richtig Kopfschmerzen davon. Dass man das nicht einstellen kann, regeln kann, finde ich echt aufs Nee. Von da sind wir gekommen. Jetzt wüsste, ob dieses Geräusch bedeutet, dass ich auf der richtigen Spur bin. Ich kann keine Taschenlampe anmachen. Oh, jetzt ist es ganz dunkel. Hallo? Leute? Ich sehe nichts mehr. Egal, wo ich mich hindrehe. Hallo? Spiel kaputt? Hallo? Was ist passiert? Was ist das für ein Ort? Vielleicht bin ich tot. Ich sehe kein Licht. Vielleicht bin ich tot. Ich kann nicht aufstehen. Was geht hier vor? Was geschieht mit mir? Hier ist niemand, aber... ich höre noch Geräusche. Gott, mein Kopf tut so weh. Ich schaffe es nicht, die Augen offen zu halten. Okay.